Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum 23. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's wieder weiter mit Uncharted. Mir geht's auf jeden Fall schon viel, viel besser als vorgestern. Da habt ihr gemerkt, ich war sowas von kaputt, weil das war der erste Tag, wo ich aus L.A. wiedergekommen bin. Und jetzt habe ich mich wieder ein bisschen an dieses Jetlag gewöhnt, gehe auch wieder zu meiner alten Zeit pennen und bin wieder auf jeden Fall fitter als sonst und werde heute wieder 110% geben, wie ihr es nicht anders von mir kennen mögt, Leute. Und wir haben da aufgehört, wo wir mit Elena zusammen unterwegs waren. Wir haben gerade unser Auto abgeholt und dann kamen jetzt die ganzen Typen da von Rafe, die haben uns versucht abzuballern und haben uns auch einmal am Ende getötet mit der Pumpgun. Und genau da habe ich aufgehört und da werden wir jetzt weitermachen, Leute. Bis gleich. So, genau hier haben wir aufgehört, Alter. Wisst ihr das noch, Leute? Meine Güte, wir hangen hier fest, wo wir den Aufzug hochgefahren sind. Oh, oh, shit. Der da oben hat uns nämlich getötet. Der kriegt erstmal direkt den Headshot. Wow, wow, wow. Okay, okay. Double Headshot. Komm, Elena, die Hilfe ist auch gut, Alter. Den einen gerade getötet. Jetzt noch... Ah, hier. Nein, nein, nein. Ja, ja, wenn die jetzt bei mir angekommen wäre, stell dir vor, die wäre jetzt vor meinen Füßen gelandet, die Granate. Niemals, niemals. Bei Kopfhörern ist das so ein geiles Feeling an Charlotte, wenn man diese Musik alles so klar hört. Das war's? Wo ist denn Elena? Eieiei, da hinten durch ist noch einer. Und wir hängen hier einfach so fest und ballern die ab. Die Waffe ist aber richtig stark. Habt ihr das gesehen? Ich finde die Waffe richtig... Oh nein, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Das war ich gewesen, Leute. Aus Versehen. Oha. Eieiei, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Junge, Junge, war das knapp. Habe ich noch eine Granate? Nee, habe ich nicht mehr. Oh nein, wetten, wenn die jetzt vor mir landet, ne? Ey, ich hab's gehört. Ey, wollen die mich ficken, Alter? Die wollen mich ficken. Hab... Ey. Ja, klar. Der ist so präzise. Der soll doch zu den Olympischen Winterspielen in Brasilien gehen. Wollt ihr mich verarschen? Bis gleich, Leute. Wir töten die jetzt erstmal wieder. So, Freunde, machen jetzt mal weiter von dieser Stelle hier. Wir sind jetzt nämlich hier oben. Alter, ey, ey. Ey, ey. Boah, wäre ich jetzt gestorben, ne? Ich wäre ausgerastet. Ey, nein, jetzt wieder. Vielleicht werfen diese Pisser wieder Granaten. Ich sehe schon kommen. Ja, klar, jetzt wieder so präzise. Vor meinen Füßen, du Pisser, Alter. Ey, wen wollen die eigentlich verarschen, Alter? Wie präzise sind die denn? Hier, ich bin auch präzise. Super, jetzt habe ich keine Schüsse mehr. Hier, jetzt kriegen wir die Waffe zu spüren. Bam, boah, ist die Waffe krank, Alter. Guck mal, wie präzise, Mann. Das soll das gewesen sein, oder? Nee, doch nicht. Ich höre irgendwas. Ich höre so einen Geballer von rechts. Ja, oha, da oben. Eieieiei, eieiei, Zumba Neymar. Ach, ihr Neymar. Eieiei. Ey, ich habe keine Munition mehr, Leute. Ich habe gerade keine Munition mehr. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt töten soll. Magazin ist leer. Okay, machen es auf die Öni-Art, okay, Leute? Auf 3, 1, 2 und... Warte, warte, halt ihn gerade. Jetzt lädt er nach, der Pisser. Schieß. Ach, du Scheiße, Alter. Der muss noch nachladen mit der anderen Waffe. Das ist gar nicht gut. Wir müssen irgendwie rüberkommen. Jetzt, jetzt, jetzt. Spring, spring, Elfen, komm und gib ihm einen Kick, Alter. In die Fresse, genau so. Und jetzt weg. Lehn dich zurück, runter. Boah, Junge, war das knapp. Eieieiei. Schnell. Nein, es hat nicht geklappt. Oha. Stell dir vor, Elena sieht Nathan so sterben, Alter. Das will ich niemals, Alter. Niemals. Ja, Mann, aber was habt ihr gespeichert? Optimal. Korrekt. Korrekt. Komm, jetzt machen wir direkt hier weiter. Ey, krass, wir sind schon zweimal gestorben, Alter. Dieser Aufzug hier bringt uns irgendwie kein Glück. Oh, das war gerade richtig knapp. Den hol ich erstmal da runter, den Pisser. Komm her. Komm her. Hier, kriegst du den hier. Wow, was war das denn? Ich schmeiß den runter, den Sack hier, Alter. So. Geschafft, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ne, da kommen wieder Schüsse, Alter. Meine Güte, ey. Egal, wir klettern jetzt hier. Oh, da. Wow, der tritt mir auf die Füße, der Pisser. Hier, fliegst du direkt mal runter. Alter, was geht hier ab, Mann? Leute, ey, richtige Explosion. Oha, oha. Den müssen wir sofort töten. Ja, Mann, der ist tot, okay. Der da hinten noch. Sauber, sauber, sauber. Alter, was eine Stelle das hier ist mit den ganzen Wasserfällen und so hier, ey. Meine Güte. Komm, komm, Elena. Oh, wow, 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 wow. War wieder ein präziser Scharfschütze. Alter, wie viele hier einfach sind, ne? Alter, guckt euch das mal an. Was geht hier verdammte Scheiße nochmal ab? Junge, Junge. Oh ne, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, nicht schon wieder Granate. Ich lasse mich extra runterfallen. Ey, wie präzise sind die, Alter? Sag mir das mal. Das Spiel ist auf Schwierigkeit normal eingestellt und die spielen so, als ob die gerade Olympische Winterspiele haben, ey. Ey. Gehen die mir gerade auf den Sack. Aber ich kann doch gerade nichts anderes machen. Ey. Wie so ein, als wie ein Köter hier zu hängen. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wie ich sonst vorgehen soll. Die werden mich sonst alle hier töten. Oder soll ich einfach mal die Öni-Taktik machen? Den hole ich mir noch. Oh, wow, runter, runter. So, jetzt habe ich keine Munition mehr.
Jetzt kommt nämlich meine Taktik, Alter. Ich hoffe, die wird klappen. Wir werden versuchen, über den rechten Flügel zu kommen. Oh mein Gott, mit Pumpgun. Oh mein Gott, mit Pumpgun. Eieiei, da ist ein Pisser mit der Pumpgun direkt hier. Hier, Hammer leben, Alter. Ich sag einfach nur Hammer leben. Hammer leben. Hol den runter. Komm, komm. Nein. Granate, Granate. Runterfallen lassen, helfen. Alter Schwede, was war das denn für eine Aktion, Leute? Habt ihr das gesehen? Granate explodiert und den Typ runtergezogen. Ey, holla die Waldfee, ey. Lecco mio. Und jetzt geh mal drauf hier. Komm, Nathan. Mach mal ein bisschen Action. Rambazamba hier. Kommt her. Bam, Junge. Kick ihn runter. Zack, nimm die Sniper hier. Und jetzt kommt Quickscope-Action. Wo sind die? Wo sind die? Zeigt euch, zeigt euch da hinten. Zack. Bam, warte, 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 warte. Wo ist er? Zack. Bam. Bam, bam. Direkt. Ey, wo ist der? Da ist er. Jawohl, der ist tot, Alter. Der treibt den Wasserfall runter. Ich höre noch irgendwelche Schüsse. Super. Wo ist Elena? Dann ist hier ein leichtes Ziel. Wo ist Elena, Mann? Beeilung. Wo ist die? Da oben. Scheiße, Elena, ich komme, ich komme, ich komme. Komm, Nathan, zieh durch, komm. Nein, nein. Scheiße. Ey, jetzt wollte ich einen auf Killer machen. Und ich habe gedacht, der benutzt das Seil, was da hängt, aber... Ja, jetzt genau das Teil wollte ich sogar nehmen. Ich schwöre es euch, Leute. Ich habe das ja nicht umsonst gemacht. Boah, diese Musik, Alter, gerade so action-dramatisch geladen, Alter. Und ich bin auch 100% wieder aufgeladen. 100% wieder fit. Komm her. Bam. Boah, schön, Elena. Waller die Alarm. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Meine Güte, Alter. Elena. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Ich liebe diese Frau. Definitiv verdient. Das ist meine virtuelle Freundin, wenn ich diese Virtual Reality genommen habe. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Wow. Boah. Junge, Junge, wie sieht das denn hier aus? Richtig krank, oder? Also sowas muss man auch mal gesehen haben im Leben, Alter. Meine Güte, ey. Wo das hier wohl alles gedreht wurde oder ob es diesen Ort wirklich gibt? Das sieht ihr am Ende bei Wahr oder Falsch. X-Faktor, das Unfassbare. Ihr Jonathan Franks. Beste Serie, Alter. X-Faktor. Da ist der Aufzug. Ich hab davon mal so Angst gehabt. Wird schon schief gehen. Eieieiei. Meine Güte, wir nähern uns immer mehr dem Ende. Wir sind schon Kapitel 18 oder so. Ich glaube, das Spiel hat 22, 23 Kapitel. Ich werde auf keinen Fall die Kommentare durchlesen, Leute. Das wisst ihr ja. Unter keinem Video. Weil ich will nicht gespoilert werden. Moment. Alter, was geht denn hier ab? Okay, wir sind gefickt. Wir sind gefickt wie sonst was. Fick die Henne. Ich kann nicht mehr lenken. Ich schwöre es euch, ich kann nicht mehr lenken gerade. Ja, super. Wie sollen wir denn hier wegkommen? Sagt mir das mal, Leute. Sagt mir das. Eieiei. Das sieht, was macht voll Spaß gerade, wie auf so einem Rummelplatz hier. Ja, super. Sagt mir mal, wie wir das jetzt hier machen sollen. Ich versuche ja schon hier außen rum zu fahren. Aber das Auto muss irgendwie auf anderem Wege rüberkommen, oder? Was sagt ihr? Nee, Mann, da wird schon lang gehen. Ich hoffe, wir fallen nicht den Wasserfall runter. Na komm, fahr einfach, riskieren. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ja, das war sogar richtig. Korrekt. Ja. So, ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Wer dann da? Fahren wir durchs Schleusentor. Was? Was für Schleusentor? Das, soll ich das Tor kaputt fahren? Oh, Rille. Arme nach oben. Geht nicht auf. Was labert die da? Der Damm? Fahr den Tor, das Tor auf? Was labert die da? Wir müssen dieses Tor erstmal hochkriegen, um damit durchfahren zu können. Deshalb würde ich sagen, lass mal das Auto erstmal hier stehen. Ich habe da nämlich gerade schon so ein Seil gesehen, was wir benutzen können. Hier hoffentlich auch. Genau da. Da ist es doch. Und das werden wir jetzt einfach mal benutzen. Komm, L1. Zack. Und jetzt springen wir nach dahin. Perfekt. 100 Pro geht's weiter, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter, der Ernie hat das gewisse Auge. Du musst schon ein gutes Auge haben, sonst kommst du nie weiter im Leben. Aber da haben wir was zum Drehen. Jetzt dreht er den Peter. Boah, ich bin wieder in alter Form, Leute. Merkt ihr das? Ich bin wieder in alter Form, ey. Ja, und jetzt? Ah, antippen. Brrr, ihr wisst ja, ich hab schnelle Finger. Der Pussy Terminator 9000. Brrr. Ach, Scheiße, Alter. Oh, wie schnell ich drücken kann. Brrr. Das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuch das andere. Was meint ihr, warum das jetzt so gemacht ist? Damit ich hier rüberklettern kann? Oh, Scheiße. Hätte man ahnen können. Das andere dürfte eigentlich nicht zu sein. Also beide Wege Tür Nummer 2. Guck mal jetzt, Freunde, wieder. Hört mal einfach, vielleicht hört man das ja. Drrr. Hört ihr das? Ihr hört gar nicht, wie schnell ich die Tasten tippe. Oh, Junge, wie schnell, Alter. Diese Handbewegung kommt mir bekannt vor.
Wow, guck mal, hältst mich am Durchziehen, Ben. Das hier scheint zu gehen. Ja, dann müssen wir uns auch beeilen. Schnell, schnell, schnell. Guck mal, ist der Richter am Kriechen im Wasser. Schnell, bevor das wieder zugeht. Alles gut. Fahr, 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 fahr. Gerade ist das dann nicht hochgegangen. Schon wenn wir drin sind, genau geht das dann zu. Alter, das sieht ja wieder so kompliziert aus, ne? Man weiß nie, wo es hier direkt weitergeht, ey. Guck mal, da gibt's einen Weg. Hier gibt's einen Weg. Früher war ich so ein Suchti gewesen. Ja, ich habe alle Dinger. Oh shit. Das war knapp. Fast ja, also, knapp. Ja, wir brauchen wir mehr Anlauf. Wir müssen schneller sein. Ja. Früher habe ich wirklich bei Uncharted 1 bis 3 auf der PS3 alle Schätze gesammelt, nur damit ich diese Trophäe bekomme. Da gab es diese Trophäe. Finde alle Schätze. Man musste diese Platin-Trophäen machen. Das war damals so meine Suchtphase gewesen. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen den Wagen irgendwie am Baum befestigen, weil sonst so wird das nicht klappen. Wir müssen jetzt. Oder? Meint ihr? Ah, wir können auch da hoch, glaube ich. Ja, wir müssen da hoch, Alter. Weil, wie sollen wir denn da hochkommen, wenn das Auto nicht mal da hochkommt? Eventuell über diese Seite hier. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Ja. Die Idee. Perfekt, so. Und jetzt mit Vollspeed Podolski. Gib ihm, Alter. Gib ihm! Warte. Gib ihm! Und jetzt! Boah! Alter, geschafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Wäre richtig Spaß daran, die Elena auf so ein Abenteuer. Zum Glück ist die gekommen und ist nicht zu Hause am Verrecken gewesen, ey. Es wäre so geil, wenn wir an Uncharted 5 die beiden einen Sohn oder eine Tochter bekommen. Ja, lieber Sohn. Und dann wir mit dem Sohn spielen müssen, wenn Nathan und alt wir ist. Wir sind oben. Das wäre so schön, ne? Ohne Witz. Wenn das Spiel die ganzen Jahre über weitergehen würde. Sowas müssten die mal machen, Alter. Ein Spiel, was 2007 angefangen hat und noch andauern wird bis, was weiß ich, 2030 oder so. Das wäre echt Hammer, Alter. Ohne Witz. Ich würde das mega feiern. Wer hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug-Wärter-Typ. Hat's mal wieder einen schönen Brief hier, Leute. Jetzt kann ich wieder meine schöne Erzählerstimme zum Vorschein Sie bringen. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Eine weitere Ladung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffem Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte, aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tü. Es war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr konkretes Gewicht prüfen wollte, aber er sagt mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Tew mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmet. Aber ich muss es meinen Freunden sagen, die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Okay? Also hier schien auf jeden Fall damals einiges abzugehen, Alter. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird im Laufe des Spiels, beziehungsweise jetzt in der finalen Phase. Wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo das Spiel so wirklich sich langsam dem Finale zuneigt. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen länger dauern, Leute. Aber allzu viel Zeit wird das Spiel nicht mehr in Anspruch nehmen. Leider, leider, leider. Vielleicht werde ich es in 2 Jahren oder so nochmal let's playen, aber auf keinen Fall jetzt nach 1 Jahr oder so. Das glaube ich nicht. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen werden, Leute. Weil ich hoffe wirklich auf den 5. Teil. Ich weiß nicht, wie der 4. hier enden wird. Ich will es auch nicht wissen. Ich will nicht gespoilert werden. Aber ich bin wirklich mal gespannt. Ich will ja nichts sagen, aber ich fahre lieber nach New Devon. Okay. Okay, sie will also fahren. Ja, ja, ich weiß, dass das Fahrzeug da hinten ist. Komm, Nathan, sprinte mal. Ich finde schade, dass man bei Uncharted nicht sprinten kann. Das hätten die auch mal einbringen können. Aber sonst, diese Engine, diese Physis, alles, was die gemacht haben, finde ich echt wirklich gelungen, Alter. Da kann man den Machern nichts vorenthalten. Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Hammer. Das Tor ist noch nicht mal offen vom Aufzug. Wie soll ich das dann befestigen? Ah, hier haben wir doch was. Hey, kannst du mir helfen? Ah, kriegt er das jetzt hin, oder was? Komm, jetzt kommt ja der Pussy Terminator 9000. Boah, Elenas Arsch kommt gerade zum Vor, was? Richtiger Booty. Oh ja, sehr gute Idee.
Ich halte hoch. Hol den Wagen. Ja, Nave muss jetzt wieder seine Kraft zeigen. Boah, schöne Tarnung hat die Waffe. Eieiei, jetzt kann ich wieder meine Fingerfertigkeit unter Beweis stellen. Guck mal, ich krieg das ohne Probleme hoch, Leute. Ohne Probleme. Weil ich einfach so schnell am Drücken bin. Fahr schnell das Auto rein, Elena. Optimalius. Flavius. Zuminetti. So, jetzt betätigen wir mal den Hebel, okay, und hoffen, dass der Aufzug hochfahren wird. Komm schon. Juhu, er funktioniert. Ja, die fahren immer höher und höher. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. I like her. She's a beautiful woman. She's very nice. So, okay, wir sind jetzt, glaube ich, gleich ganz oben irgendwo, Alter. So, höher als der Rest der Welt. Wie auf einer Postkarte. Was, ja, Libertaria. Wow. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Leicht pervers stand. Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. In guten wie in schlechten Tagen. Die ist immer für uns da, Alter. Wirklich eine Frau fürs Leben. Muss man einfach so sagen, Leute. So, jetzt können wir wieder das Tor tragen, ey. Oh, los, hilf mir mal. Warte, aber erstmal will ich doch diesen Anblick genießen. Gänse. Nathan, der kleine Perversling. Ja. Okay. Meine Güte, heute richtiger Pussy Terminator 9000, der Öni. Hast du kein Recht, mich so auszuschließen? Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Genau so. Erstmal muss dieses Abenteuer zu Ende gebracht werden. Danach kann man immer noch in Ruhe drüber reden, ey. Einfach das Traumpaar, die zwei. Ich feier das. Ist da halt? Hör mal. Heute Gänsehaut. Da soll mir einer sagen, Musik macht nichts aus. Musik ist alles. Gänsehaut, Freunde, Alter. Krank, wo wir diesen Weg hier hochfahren. Guckt euch das mal an. Ich hatte gerade so eine Gänsehaut, Leute. Ich war sprachlos. Ihr habt selber gerade gesehen. Ich habe einfach meine Fresse gehalten, obwohl ich einfach ein Wasserfall bin normalerweise. Ey, krank mit der Musik, ne? Und dann dieser Ausblick hier. Das sieht hier alles wunderschön aus. Man kommt sich vor wie ein Paradies, Alter. Guckt euch das mal alles hier an. Hey, Helena! Wait! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Over und out. So, okay. Wir müssen über die Brücke rüber. Ja, die sieht ja sehr stabil aus. Ja, ich hab gesagt, die sieht sehr stabil aus. Sehr stabil, fahr Nathan! Eieiei, oh mein Gott! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall! Wie soll ich denn umdrehen? Die Strömung ist zu stark! Mach dich bereit! Eieiei! Eieiei! Nate? Da, wir können die Felsen hochklettern! Okay! Komm, raus hier, spring! Hallo! Eieieiei! Gar nicht gut! Das ist das Seil! Ja, natürlich! Wasserfall! Das ist wieder richtig Uncharted-Logik! Wow!
Boom! Okay, bin okay. Alter. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Eins, zwei und drei. Hab dich. Mein Gott. Soll ich ja mal abgehen, den Nathan, ey. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Freunde. Hier lang. Manchmal muss ich einfach meine Fresse halten und die Atmosphäre genießen und die Musik und alles. Das müsst ihr einfach auch mal genau hinhören. Am besten mit Kopfhörern, Alter. Das ist einfach ein Feeling, Alter. Das ist unbeschreiblich. Ja. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Boah, Uncharted in Virtual Reality wäre bestimmt auch richtig geil, ne? Aber... Ich sehe eine Öffnung da oben. Wo? Gute Idee. Okay. Also, wie kommen wir da hoch? Eieiei, müssen jetzt... Wie sollen wir das denn machen, ne? Warte mal, wir können da auf jeden Fall, hab ich gar nicht gesehen. Oder meint ihr, der rutscht da? Der müsste eigentlich da noch hochkommen. Hier müsste der noch hochkommen. Aber nicht viel weiter. Nur hier hoch und jetzt zack da, genau so. So, wir müssen irgendwie hoch zu dieser Öffnung da kommen, Leute. Es macht richtig Spaß, mit Elena zusammen zu spielen, Alter. Dieses Feeling ist einfach da, Leute. Ohne Witz. Und die hat auch noch diese Kletteraktion so drauf wie wir. Ich falle jetzt wieder runter. Eieiei, wo geht's denn jetzt hier weiter, Mann? Hier sieht alles so gleich aus, ne? Ja, ich folge einfach mal der Elena. Die wird schon wissen, wo es weitergeht. Wo ist sie denn? Oh. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Könnte man echt Urlaub machen, ohne Witz. Wunderschöne Gegend hier, Alter. Oder ich hätte auch mal Bock, so alles zu besteigen hier. Aber nicht so in deren Maße, wie die das machen. Das ist ja total gefährlich. Oh Gott, was liegt denn ganz hier? Allein hier? Was liegt denn hier, Alter? Oh, wieder ein Brief, Alter. So, jetzt geht's wieder los mit dem Lesen, Leute. Genau zuhören, das ist alles sehr wichtig. 1718, 1. August. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Sift-Zür angeschlossen und auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Dovin. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Okay? Also auf jeden Fall, sehr viel Herz steht hinter diesem Text, das muss man einfach so sagen. Ja. Rest in peace, Alter. Auf jeden Fall, ey. Da sieht man, Alter, für Leute ist wirklich hier die Familie mit am wichtigsten gewesen, beziehungsweise für ihn jetzt hier gerade. Das hat man sofort gemerkt. Und so soll es auch sein, Alter. Genau so und nicht anders. Wir müssen jetzt irgendwie zu dieser Öffnung dahin kommen. Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon da, ne? Das ist, glaube ich, die Öffnung hier. Das sieht ja echt wunderschön hier aus, ne? Mit dem Wasserfall und so. Das braucht man sich gar nicht im echten Leben mehr angucken. Wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Guck mal, diese Fliegen, Alter. Also was hier abging... Hallo? Was ist das denn? Wer Tritor? Ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Alter, wie kann man denn nur so sterben, ey? Heftige hier Scheiße. Hier ist noch einer. Wo? Ah, da vorne. Heftig, Alter. Was hier abging, Leute, ne?
Müsst ihr euch mal vorstellen, ey. Ich kann mir gut vorstellen, dass es damals wirklich sowas gegeben hat, ey. Weil bei Uncharted und bei Assassin's Creed und so, da lernt man sehr, sehr viel von der damaligen Zeit, Alter. Das ist einfach so. Da lernt ihr mehr als im Geschichtsunterricht. Ohne Witz. Da gibt's ja so ein Foto, was bei Facebook damals war. Man lernt bei Uncharted und Assassin's Creed mehr als im Geschichtsunterricht. Das Bild habe ich so gefeiert. Ist auch für mich pure Wahrheit, Alter. Ja, super. Oh, shit. Bin ich runtergefallen. Wir müssen uns, glaube ich, irgendwie an diesem Käfig, sage ich mal, da ranhängen. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ui! Ja. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Oh. Wow. Hat er noch geschafft? Ich habe gedacht, er wird runterfallen. Aber er hat es geschafft, der Nathan. Er schafft alles, Mann. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Wir müssen irgendwie, glaube ich, auf die andere Seite kommen. Alter, müssen wir diesen Berg erklimmen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ey. Das ist ja am Arsch der Welt. Da ist wieder Henry Avery, seine Statue. Und was das alles gekostet haben muss, ne? Das hier so zu erbauen und so, ne? Ich stelle euch das mal vor, ey. Alter, guck mal, hier alle abgeschlachtet mit Speeren und sonst irgendwelchen Mitteln. Oh mein Gott. New Devon, Kapitel 18. Kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten. Und ja, Freunde, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten wird. Neues Kapitel und das werden wir in der nächsten Folge starten. Wir haben heute nicht die halbe Stunde voll bekommen, aber dafür ging die Folge davor 38 Minuten. Und ich denke mal, ihr werdet damit auch einverstanden sein, wenn wir übermorgen mit diesem Kapitel weitermachen werden. New Devon, denn das Spiel widmet sich langsam dem Ende zu. Und dieses Kapitel wird es bestimmt nochmal richtig in sich haben. Und das werdet ihr übermorgen sehen, Freunde. Lasst unbedingt wieder einen Daumen nach oben da. Bin mir sehr über 10.000 Likes freuen später. Oder vorhin kam noch ein zweites Video auf dem Kanal. Es müsste auf jeden Fall Outlast sein, Leute. Heute aber mal tagsüber aufgenommen. Weil abends geht leider nicht, weil da ist die EM und das Video muss ja heute noch online kommen. Und ja, würde ich sagen, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns später beim nächsten Video wieder oder übermorgen bei Uncharted, Mann. Ich freue mich mega drauf, Alter. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Euer Öni ist raus und ich bin wieder back. 110%. Ich hoffe, ihr habt es heute gemerkt, Leute. Seid die Besten. Macht's gut. Haut rein und ciao.